Hallo mein Lieben und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Ich habe hier eben das Weiße Riese Color Gel drinnen, die Unstoppables und einen Kalkstopptab von Calgon. Und jetzt starte ich die nächste Bettwäsche, Frotté-Bettwäsche, die mache ich auf 60 Grad. Dieses Mal nehme ich ein normales Programm. Dann nehme ich die Nummer 4. So, das ist die Nummer 4. Und wir starten die Maschine. Vorher, dass ihr seht, Pocher ist auch drinnen. Eine Kappe. Und los geht's. Die Maschine nimmt schon Wasser. Jetzt haben wir das Schonprogramm in der letzten Bettwäsche gehabt. Jetzt werden wir das Normalprogramm nehmen und auch natürlich, dass die Maschine dann die Bettwäsche auch auf 60 Grad wäscht, wie ihr gesehen habt in meinem letzten Video in der Electrolux. Die Bettlaken bitte, die Bettwäsche mindestens auf 60 Grad waschen. Der sauberste Haushalt hat Staubmilben, die sind überall in Matratzen und überall in den Tiefen der Teppiche und auch in der Bettwäsche und im Staub. Und deswegen ist es sehr wichtig, immer die Bettwäsche auf mindestens 60 Grad zu waschen. Es geht auch, wenn man kleine Kinder hat, die im Kindergarten sind, die ständig irgendwie etwas nach Hause bringen, Husten, Magen-Darm-Grippe, normale Schnupfen, Viren. Alles ist das sehr wichtig, dass gerade die Kinderbettwäsche zweimal wöchentlich getauscht wird. Ich mache es freitags und mittwochs. Manchmal mache ich es samstags und mittwochs, also eigentlich ist Samstag und mittwochs die bessere Wahl. Die Kinderbettwäsche, meine Bettwäsche mache ich jeden Freitag und da empfehle ich auf jeden Fall Kinder-, Kleinkinderbettwäsche bis den jugendliche Bettwäsche zweimal in der Woche zu waschen auf mindestens 60 Grad und natürlich bei einem guten Programm mit auch einem guten Spülergebnis. So, die Maschine ist, wie ihr seht, schon vorbereitet und startet jetzt ihre Wäsche. Ich wasche jetzt die zweite, also Maschine hintereinander. Ich empfehle immer eine halbe Stunde dazwischen Pause zu machen. Gerade bei den Maschinen, egal ob neuere oder ältere, ist es wichtig, ein bisschen Pause zu machen, weil die Motoren immer das Waschen oder das Waschprogramm mit dem Schleudergang mit hohem Tempo oder hohen Schleuderumdrehungen beenden. Ist es natürlich sehr, sehr, sehr wichtig, dass auch die Maschine dann mindestens 20 bis 30 Minuten Pause dazwischen macht, bis dann die nächste längere Wäsche wieder eben gestartet wird. In dem Fall bei den älteren Maschinen ist es eigentlich auch wurscht, weil die Maschinen nur 400 Schleuderumdrehungen haben oder 600 Schleuderumdrehungen haben. Die vertragen dann auch natürlich zwei Maschinen, wenn man hintereinander startet. Dennoch auch bei denen von den niedrigeren Umdrehungen empfehle ich unbedingt die halben Stunden einzuhalten und auch natürlich, wenn die Maschine fertig ist, sehr, sehr, sehr gut die Maschine austrocknen zu lassen und durchzulüften, dass auch keine Keime sich in der Maschine bilden oder auch die Maschine beginnt zu stinken. So, jetzt wird die Wäsche nach dem Thermostop, der auf bis 40 Grad ist, wird die jetzt im Intensivwaschrhythmus gewaschen. Der klassische Candy-Waschrhythmus, wie man sagt, schade, dass Candy den nicht mehr hat, ist dieses zweimal drehen in eine Seite und zweimal drehen wirklich, wie gesagt, in die andere Seite. Ist schade, dass Candy den nicht hat. Sie hat immer zwei Abschnitte, einmal diesen jetzt, den Heizabschnitt und einen dann den Waschabschnitt, der dann zweimal in die gleiche Richtung dreht. Seht ihr, ich habe heute neue Kleiderbügel gekauft für meine Kinderwäsche. Die gehen jetzt dann in die Waschküche. Und natürlich zu meiner Retro-Maschine darf nicht meine klassische Ariel Retro-Waschtrommel fehlen, die aus der Zeit von dieser Maschine auch ist. Damals haben diese Boxen so ausgeschaut neben den Waschmaschinen. Waren aber eigentlich nicht jetzt viel verändert von dem drinnen Waschmittel, was heute ist. Auch wenn man sagt, ja, es ist anders, vielleicht vom Duft her. Aber wie gesagt, die Qualität von den heutigen Waschmitteln ist meiner Meinung nach besser und auch natürlich effektiver.
da auch natürlich umweltschonender. Die Maschine ist, die Candy-Maschine, die ihr da seht, ist für ihre Verhältnisse, das war das Einsteigermodell. Die erste Maschine in der Serie war das. Und in dieser 130er-Serie, sage ich jetzt, es gab dann die 137 danach. Die hat dann auch eine Taste mehr gehabt mit einer halben Mengenbeladung und auch natürlich hat sie gehabt die Lichtposition, was Candy selten gehabt hat, aber und auch später komplett rausgenommen hat aus der Reihe waren diese Position Betriebsbeleuchtungen. Die Maschine, wie ihr seht, ist sehr sparsam für ihr Alter, für 79-80. Baujahr 79-80 ist sie, genau, ist sehr sparsam. Sie hat einen Wasserstand für Waschen und Spülen, sie hat keine Laugenabkühlung, was auch sehr untypisch ist für dieses Zeitalter der Maschinen. Wie die heutigen Maschinen, wie gesagt, keine Laugenabkühlung, was auch nicht jetzt die Wäsche mehr verknittert hat. Ich habe es auch mit 95 Grad probiert. Was mich natürlich bei der Candy-Maschine sehr überrascht hat, ich habe bei der Aquamatic 2, die eben von dieser Serie ist, die kleinste Maschine, habe ich auch Kochwäsche gehabt. Die beginnen zu kochen. Die beginnen kurz bevor sie dann abschalten, wirklich auf 100 Grad zu kochen. Die kleine Maschine. Die große Maschine hat wirklich ihre 95 Grad exakt erreicht und dann schaltet sich der Thermostat, das Thermostat eigentlich, schaltet sich dann aus. Also auf jeden Fall, die Maschinen erreichen voll und ganz ihre Temperatur und haben außerordentlich saubere Waschergebnisse und auch Spülergebnisse. Was mir auch bei Candy sehr gefallen hat, wie auch hier bei meiner Gorenje das kennt, sie ist sehr leise. Die Motoren sind wirklich leise, sie sind kompakt eher, die Motoren sind nicht so groß wie bei der Gorenje, weil der Rade Conchar Motor von Gorenje und auch dieser Sever Motor, was früher Gorenje gehabt hat, Sever ist viel leiser gewesen als der Rade Conchar bei dem Schleudervorgang. Die bei Candy waren aber viel kompakter von der Ausführung her und auch natürlich beim Schleudern haben sie eine leisere, beim Starten des Schleudergangs haben sie für mich so einen leiseren Sound. Sie hören sich halt eher wie eine Turbine an, gerade bei Candy. Wie ihr jetzt hört, die Reibungsdämpfer hört man jetzt nicht mehr. In dem ersten Video hat man die Reibungsdämpfer mehr gehört, weil die Maschine natürlich neu ist und auch lange gestanden hat. Natürlich muss das erst eingearbeitet werden. Ich habe das auch bei meiner O-Boot gehabt. Die Maschine ist auch über 30 Jahre gestanden. Die Maschine ist hier 40 Jahre gestanden, also mehr als 40 Jahre, kann man jetzt sagen. 43, 44 Jahre ist diese Maschine gestanden und es ist wirklich eine Sensation, dass da diese Innenschläuche noch so top in Schuss sind und in dermaß guter Qualität, dass da wirklich, wirklich die Maschine, wie wenn sie konserviert gewesen wäre, all diese 44 Jahre fast. Und das Einzige, was natürlich ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen ist, war der Wasserschlauch hier, aber den habe ich von Candy Original getauscht. Und der war ja halt außen und natürlich, da die Maschine offen war, war auch in Mitleidenschaft gezogen die innere Gummidichtung. Aber die wird auch demnächst neu gemacht, habe ich euch im letzten Video gesagt. Was natürlich sehr wichtig ist, wenn man eine Maschine konserviert, bitte sehr gut austrocknen lassen, sehr gut austrocknen lassen, das ganze Wasser rausfließen lassen. Diese alten Maschinen haben ja hinten diese Dampfaustrittausgang. Die können sich auch zugemacht gut trocknen, aber die Maschinen, bevor man sie konserviert oder längere Zeit nicht mehr benutzt,
ist es sehr wichtig, dass sie komplett trocken sind und auch zu. Dann, dass natürlich diese Sachen wie mit dieser Maschine, die halt natürlich offen gestanden ist, 44 Jahre, also die Tür war nur angelehnt, kann es dann sein, dass dann die Dichtung austrocknet. Das erste Spülen, na, das erste Zwischenschleudern.
So, die Maschine ist jetzt im Weichspülen. Ihr seht, das ist 2 Schritte vom Sechser. Das haben die italienischen Maschinen größtenteils, die alten, weil Zanussi hat das auch immer gehabt, dass eine Phase wird ein Abschnitt, ein Teilabstrich oder ein Teilabschnitt ist für das Einweichen vom Weichspüler und Einwirken und der zweite fürs Durchspülen mit dem Weichspüler. Was natürlich eine sehr gute Idee war damals von den italienischen Maschinen, dass die den Weichspülabschnitt im Programm länger gehabt haben und auch somit der länger Zeit gehabt hat einzuwirken. Somit war es auch natürlich die Wäsche perfekt veredelt weich und auch hat einen langen Duft gehabt. Lang anhaltenden Duft. Was natürlich bei Candy so ist, das zeige ich euch jetzt gleich. Es bleibt immer Wasser in der letzten Ding, in der letzten Lade und dann wird das immer ausgelassen, so mit diesem Knopf hier, dass dann man natürlich den nächsten Weichspüler wieder einfüllen kann, was auch natürlich sehr gut war, weil das Weichspülmittel, was drinnen war, hat sich da nicht drinnen verkleben können oder was auch immer, sondern es war immer in dieser Kammer das Wasser drinnen und wenn man das dann ausgespült hat, ist dann nichts drinnen gewesen vom Weichspüler. Wäre ein Know-how, was leider Gottes jetzt nicht mehr in den Maschinen ist, aber sollte eigentlich wieder ins Leben gerufen werden. Jetzt wird mit Intensivrhythmus das Weichspülermittel gut in die Wäsche einmassiert. So, meine Lieben, das war's für dieses Mal. Ich wünsche euch einen schönen Rest der Woche und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, meine Lieben.